ungefähr. Okay. So, hallo zu der City Club Pool Trophy hier in Karlsruhe. Wir kommen nun zum Viertelfinale zwischen zwei Spielern. Zum einen hier den Benjamin Bayer. Benjamin Bayer. Erzähl mal ein bisschen was. Was für einen Verein spielst du? Wie heißt das Billardcafé? Also ich spiele ich trainiere in Karlsruhe und ich spiele aber für BV Fortuna Straubing in München. Das ist Bundesliga, richtig? Genau, das ist richtig, zweite Bundesliga. Aha. Und unser Benny hat eigentlich einen recht guten Schnitt, habe ich im Billard-Area gelesen. Sag mal. Weiß ich, müsste ich nachgucken. 100%? Also du bist, ja, 100% in der zweiten Bundesliga. Ja, das ist schon. Ja. Was für ein Kühl spielst du, Benny? Ich spiele einen Bloodworth. Ein Bloodworth mit dem Schichtleder? Genau, Meerschichtleder, Mori Medium. Ah ja, okay, gut. Hast du Sponsoren? Nee, ich habe keine Sponsoren. Keine Sponsoren? Also wenn jemand sponsern möchte, beim Benny lohnt sich das 100%. Das ist, ja, das ist schon was, ne? Gut, dann kommen wir zu unserem anderen Spieler. Das ist der? Marek. Adam Marek, gell? Marek der Vorname, Adam der Nachname. Macht nix. Aber kannst mich auch Adam nennen, ist doch egal. Aha. Okay, ja. Auch bei dir, du spielst für was für einen Verein spielst du? Jumpshot Mingolsheim. Jumpshot Mingolsheim, ah ja, das ist ein Billardcafé, ja? Vom Matze. Ah, Matzes Pub. Genau. Ah, so, schön, okay. Was für Liga spielst du? Keine. Du spielst keine Liga? Keine Liga mehr, nein. Ach so, also du spielst jetzt Freizeit. Nur noch... Freizeit. Okay, was für ein Kühl spielst du, Marek? Ein Russ Espiritu. Oh, das habe ich jetzt noch nicht gehört, ja. Aha. Und was für ein Leder hast du drauf? Ich glaube Elkmaster. Also, ja, Elkmaster. Elkmaster, das hört man jetzt auch nicht mehr auf. Das ist ziemlich weich, gell? Okay, werden wir damit zurückkommen. Hast du einen Sponsor? Nö. Kein Sponsor? Nein. Okay, gut. Dann wünsche ich beiden gut Stoß, ja? Und fair Verlauf fürs Spiel, ja? Okay.
Thank you.
Du hast halt die Möglichkeit, so zu liegen, du hast die Möglichkeit, so zu laufen, kannst aufstehen. Ja.